Da ihr auf dieses Video geklickt habt mit dem schönen Namen Die Geschichte des Metals, seid ihr wahrscheinlich am selbigen interessiert und habt meinen Kanal abonniert, hoffentlich. Heute möchte ich euch die komplette Geschichte des Metals erzählen, von den Ursprüngen bis hin zur Gegenwart. Holt euch einen Kaffee, los geht's. Heavy Metal ist für viele Leute viel mehr als nur eine Musikrichtung. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass diese Musikrichtung mittlerweile für viele Leute eine Art Lebensstil geworden ist. Man kann gar nicht mehr ohne leben. Das zeigt sich in so vielen Bereichen des Lebens. Zum Beispiel den sozialen Kontakten, der Weltansicht, den Frisuren, den Klamotten, also der kompletten Lebensweise. Aber wie wurde aus einer Musikrichtung ein Lebensstil? Wer waren die ersten Vertreter? Wer waren die stilistischen Vorläufer dieser musikalischen Vertreter? Wo hat alles seinen Ursprung genommen? Und genau darüber möchte ich heute mit euch reden. Die Vorläufer des uns bekannten Genres stammen alle aus dem Psychedelic Rock oder dem Blues Rock. Und da werden oft Bands genannt wie Iron Butterfly, Blue Cheer oder eben Steppenwolf. Und die kennen wahrscheinlich sehr viele von euch. Das sind die mit Born to be Wild. Und kleiner Fun Fact nebenbei, beim Schreiben des Skripts für dieses Video habe ich auch sehr viel Iron Butterfly gehört. Passenderweise heißt das erste Album von denen auch Heavy. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Das sind für mich so, ja, vielleicht so die Urväter von den Dire Straits. Und diese Bands waren eben auch schon 1969 unterwegs. Aus diesem Stil haben sich dann Bands geformt wie Black Sabbath oder Led Zeppelin und Deep Purple. Und das eben auch nicht Jahre später, sondern fast zeitgleich. Also auch 1969. Led Zeppelin zum Beispiel veröffentlichten schon 1969 ihr erstes Album, Led Zeppelin oder auch bekannt unter dem Namen Good Times, Bad Times. Und im selben Jahr wurde auch noch das zweite Album, Led Zeppelin 2, veröffentlicht. Und Led Zeppelin blieben beim Bluesrock. Das kennzeichnete sich durch dieses kraftvolle Schlagzeug aus, durch das virtuose Gitarrenspiel von Jimmy Page oder eben zum Beispiel auch durch diesen unfassbar hohen Gesang von Robert Plant. Und um das Ganze mal zeitlich einzuordnen, 1969 haben Led Zeppelin ihr erstes Album veröffentlicht. 1977, also später, gab es die letzte Hinrichtung durch eine Guillotine in Frankreich. Das ist auch das Jahr, in dem der erste Star Wars ins Kino kam. Musikalisch sah das bei Black Sabbath ein wenig anders aus. Die wollten von diesen klassischen Blues-Elementen nichts mehr wissen und haben sich davon wegbewegt. Die haben dann einfach Blues-Rock mit Jazz gemischt und so wurde das erste Riff geboren. Genau das ist ja charakteristisch für den Metal, den wir alle kennen, das Riff. Ich würde darüber nochmal ein eigenes Video machen, was macht Metal eigentlich zu Metal? Aber das nur so nebenbei, vielleicht irgendwann in der Zukunft. Zudem wurde das Augenmerk bei Black Sabbath auch mehr auf so negative Themen und negative Texte gelegt. Und wisst ihr was? Es gibt sogar eine Person, die für die Erfindung des Heavy Metals ausgezeichnet wurde. Frank Anthony Tony Iommi, ihr seht ihn hier auf dem Foto, oder einfach nur Tony Iommi, wurde 2013 der sogenannte Ehrendoktor der Künste für die Erfindung des Heavy Metals verliehen. Und dazu wäre es fast gar nicht gekommen, da er bei einem Arbeitsunfall in einer Stahlfabrik Teile seiner Fingerkuppen am Mittel- und Ringfinger verlor. Das wäre normalerweise das Aus für einen Gitarristen, allerdings war das bei ihm anders. Er nutzte fortan so Plastikfingerkuppen und dünne Saiten für die Gitarre. Außerdem stimmte er seine Gitarre tiefer, um den Saitendruck zu vermindern. Dadurch und durch sein besonderes Gitarrenspiel entstand dieser charakteristische Black Sabbath Sound. Aber stellt euch das mal vor, wie cool das sein muss, den Doktor für die Erfindung des Heavy Metals zu bekommen. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Der Metal wurde immer populärer, aber es gab eine andere Musikrichtung, die ja so ein wenig in diese Richtung ging und das war der Punk. Und um sich davon abzuheben, prägten Bands wie Iron Maiden oder Judas Priest und Saxon eine ganze Generation, denn sie mischten die Härte des Punks mit der Filigranität, gibt es das Wort? Ich nenne es jetzt einfach so, des Hard Rocks. Sowas, was eben Deep Purple damals gemacht haben. Und das Ganze wurde früher dann von der Presse so schön als New Wave of British Heavy Metal genannt. Das gilt auch, ja, als Geburtsstunde des Heavy Metals. Aber damals gab es noch nicht diese ganzen Subgenres, die es heute alle gibt. Das fing erst so Mitte der 80er Jahre an, als sich der Heavy Metal aufteilte in ganz viele andere Bereiche. Damals war es dann aber auch so, dass der Heavy Metal dann nur noch ein Genre unter der Metal-Flagge war. Also es war das Ursprungsgenre, aber nur noch ein Genre unter dem Begriff Metal. Und natürlich gibt es auch innerhalb dieser Subgenres Vorreiter, die heute weltbekannt sind, zum Beispiel Motorhead. Diese griffen zum Beispiel auch auf viele Genres zurück, zum Beispiel Hardrock, Punk, Blues und Rock'n'Roll. Und dann gab es noch einen Vorreiter, namentlich Venom. Die waren für damalige Verhältnisse relativ schnell und aggressiv, hatten also mehr ihre Wurzeln, ja, im Punk. Und pflegten ein satanistisches Image. Es fing also auch langsam an, alles ein wenig extremer zu werden. Das zweite Album der Band Venom, namentlich Black Metal,
war auch namensgebend für denselbigen Stil. Dazu muss man aber auch sagen, dass dieser neue Musikstil, Black Metal, in der gesamten Musikszene am Anfang als Krach wahrgenommen wurde, durch irgendwelche untalentierten Musiker. 1982 ging es dann sehr viel verspielter zur Sache mit Mercyful Fate. Diese Band war schnell aggressiv und filigran und mischte dadurch diesen Heavy Metal mit progressivem Rock. Die Soli von damals erinnern auch weitestgehend an das, was wir heute gewohnt sind. Eben an zwei Gitarren in einem Solo, die sich ja gegenseitig eben umgarnen. Einige von euch werden den Mercyful Fate Sänger vielleicht durch sein anderes Projekt kennen, und zwar ist das King Diamond. King Diamond waren dafür bekannt, eine Art, ja, Frühform des Corpse Paint benutzt zu haben. Außerdem waren deren Shows auch wirklich auf Show ausgelegt. So ist am Ende von jeder Show eine Nonnenpuppe geplatzt oder explodiert. Und 1983 zum Beispiel in Amsterdam während einer Show haben sie eine schwarze Messe abgehalten mit dem Blut ihres Managers. Und ich sagte ja bereits, dass das alles wieder ein wenig extremer wurde. So erwuchs in Amerika wieder eine neue Musikszene aus dem Hardcore-Punk und solchen Bands wie Venom und Motorhead. Und das Ganze war eben nochmal schneller und aggressiver. Das war die Geburtsstunde des Speed Metal und des Thrash Metals. In diesem Bereich gab es dann solche Vertreter wie Testament, Metallica, Slayer, Exodus, Anthrax und Megadeth. Und wenn man sich fragt, welches so das erste Speed Metal Album war, beziehungsweise Speed Thrash Metal Album, dann war das von 1983 von Metallica, Kill 'Em All. Und das, obwohl Metallica gar nicht die erste Speed Thrash Metal Band war. Exodus zum Beispiel haben vorher schon Thrash Metal gemacht. Deren Debütalbum kam allerdings erst 1985 auf den Markt, dadurch, dass sie Probleme mit Geschäftspartnern hatten. Und ich weiß, man kann nicht über Thrash Metal reden, ohne über Slayer zu reden. Denn deren Debütalbum kam 1983 auf den Markt, also genau im gleichen Jahr, in dem auch Kill 'Em All von Metallica erschienen ist. Und Show No Mercy gilt auch bis heute als, ja, Geburtsstunde des Thrash Metals. Aber um zu Metallica zurückzukommen. Deren Popularität wuchs mit der Zeit, auch wenn sie sich immer weiter vom Thrash, ja, distanziert haben und auf dem 5. Album namens Metallica sogar eine Ballade drauf hatten. Das war so der Punkt, wo sie zum allerersten Mal eben auch Leute erreicht haben, die eigentlich nichts mit dieser Szene am Hut hatten. Und auch wenn diese Band Mitte der 90er Jahre sehr, sehr viele Fans durch diesen, ja, Stilwechsel verloren haben, so muss man sich bewusst machen, dass Metallica eine Band ist, auch für viele Leute außerhalb dieser Metal-Blase, die für den Inbegriff des Metals stehen. Also wenn man halt eben von Metal redet, ist es ganz oft so, dass viele Leute sagen, ach, Metallica. Und jetzt gibt es sicherlich einige Leute, die sich fragen, aber wann spricht er denn über das Thrash-Metal-Album schlechthin? Wann spricht er über das Thrash-Metal-Album? Ja, 1986 kam Rain and Blood von Slayer auf den Markt. Und dieses Album gilt bis heute als eins der bedeutendsten Alben im Metal-Bereich, im kompletten Metal-Bereich, nicht nur im Thrash-Metal-Bereich. Und das Witzige an der Sache ist, dass dieses Album damals über ein Label rauskam namens Def Jam. Und jetzt fragt ihr euch, was ist denn daran so witzig? Nun ja, dieses Label hat sich damals dem Hip-Hop verschrieben und hat damals noch gar keine Metal-Sachen rausgebracht. Jetzt haben wir erstmal Amerika abgefrühstückt und schieben das mal so ein bisschen beiseite und fragen uns einfach mal, wie sah es denn in den 80er Jahren in Europa aus oder speziell in Deutschland? Innerhalb von Deutschland bildeten sich zu diesem Zeitpunkt zwei Ballungszentren, wenn man das so nennen möchte. Zum einen war das der Ruhrpott und Hamburg. Und auch damals waren schon Thrash-Metal-Bands unterwegs, namentlich Sodom, Creator und Destruction. Also heute auch immer noch große Bands. Das Krasse ist, dass sich diese Thrash-Metal-Szene in Deutschland oder in Europa unabhängig vom amerikanischen Markt entwickelt hat und sich durch die extreme Rauheit der Produktion ausgezeichnet hat. Und wo Licht ist, muss auch Schatten sein oder umgekehrt, keine Ahnung, das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Jedenfalls hat sich gegenüber dieser Rauheit des Thrash-Metals der Power-Metal entwickelt. Und das in Deutschland mit solchen Bands wie Halloween oder Gamma Ray. Und gleichzeitig neben der Bildung des Power-Metals bildete sich auch aus dem Progressive Rock der melodischere Progressive Metal mit solchen Bands wie Queensryche oder eben Watchtower. Ihr merkt wahrscheinlich schon, es wird langsam aktueller und ein wenig moderner. Allerdings muss ich da doch nochmal ein bisschen zurückgreifen zu der Band Celtic Frost. Denn Celtic Frost waren anfangs auch eine Thrash-Metal-Band, entwickelten sich langsam dann aber zu einer, ja, Avantgarde-Metal-Band, die dann wiederum andere Bands inspirierte, zum Beispiel Therion. Das waren nämlich die Vorreiter des Symphonic-Metals. Und wenn wir auch nochmal zurück nach Amerika schauen, dann merken wir dort auch, dass sich... oh, eine Fliege. Tschüss. Und wenn wir nochmal zurück nach Amerika schauen, können wir sehen, dass sich dort auch eine Szene gegenüber einer anderen gebildet hat. Bei uns war es der Thrash-Metal und der Power-Metal, die sich gegenüberstanden.
In Amerika sah das ein wenig anders aus. Dort gab es auch den Thrash Metal. Allerdings bildete sich dort der Glam Metal gegenüber. Dieser Glam Metal bediente sich aus dem Heavy Metal und dem aufkommenden Glam Rock. Das heißt also, rein musikalisch war das astreiner Heavy Metal mit der uns bekannten Attitüde und des Images des Glamrocks. Das Ganze wurde dann in der Metal-Szene oder in der Musikszene generell völlig zu Unrecht, wie ich finde, einfach nur als Hair Metal bezeichnet. Man hat dem also einfach irgendeinen Stempel aufgedrückt. Was ich aber wieder sehr gut finde, ist die Tatsache, dass eine Band wie Steel Panther heutzutage genau das wieder auf die Schippe nimmt. Zum damaligen Zeitpunkt hießen die Bands dann eben Motley Crue, Poison oder Bon Jovi. Und jetzt fragen sich vielleicht wieder einige Leute von euch: Jan, was ist los? Wieso erzählst du nichts über Death Metal? Das gab's doch auch noch irgendwo. Zu dem kommen wir jetzt, denn wir reisen einfach mal zum Ende der 80er Jahre nach Florida, also imaginär. Und dort gab es dann eben solche Bands wie Morbid Angel, Deicide oder Death. Eine weitere große Band dieses Genres sind Cannibal Corpse. Diese haben sich 1988 in New York gegründet, sind dann aber auch nach Florida ausgewandert. Und diese Band wurde nicht zuletzt durch diese äußerst brutalen Splatter-Artworks bekannt und durch diese unfassbar brutale Sprache, die sich dann eben auch in dieser Musik widerspiegelte. In Europa war es dann auch soweit mit dem Death Metal, allerdings muss man dazu sagen, in Deutschland war der noch gar nicht so doll vertreten. Denn dieser Death Metal, diese neuartige Musikrichtung, kam erstmal hauptsächlich aus Schweden und England. So, das hätten wir geschafft. Wir sind jetzt schon mal in den 90ern angelangt. Der Metal war auf seinem Höhepunkt und darüber hinaus, denn er zog sich mittlerweile wieder langsam in den Underground zurück und solche Sachen wie Hip-Hop, R&B oder Black Music regierten die Charts. Aber dort unten angekommen, im Underground, passierte etwas sehr Spannendes. Denn ungesehen vom Mainstream erblühte die Metal-Szene erneut und es entwickelten sich ganz, ganz viele neue Genres. Und innerhalb dieser Szene im Underground wurde der Black Metal auf einmal populärer. Bands wie Mayhem wurden zum Aushängeschild dieser Szene. Deren Gitarrist Euronymous prägte diese Black-Metal-Szene durch seine satanistische Weltansicht und gilt als Urvater des Black-Metals. Weitere Bands, die kurz danach bekannt wurden durch die sogenannte zweite Welle, waren eben Bands wie Burzum, Darkthrone, Immortal oder Emperor. Mitte der 90er Jahre wurde die Black-Metal-Szene auch außerhalb des Undergrounds bekannt, allerdings nicht durch die Musik, sondern durch diverse Brandstiftungen an Kirchen. Ein Name, den viele von euch in diesem Zusammenhang gehört haben sollten, ist Vagvi Kernes von Burzum. Dieser prahlte sogar gegenüber den Medien mit diesen Brandstiftungen. Und so schnell wie Euronymous diese Black-Metal-Szene quasi im Alleingang erschaffen hat, so schnell wurde sie auch vorübergehend wieder beendet, nach dem Mord von Vagvi Kernes an Euronymous. Diese ganze Sache ist auch wieder ziemlich komplex, da würde sich auch ein eigenes Video für anbieten. Wenn ihr das wollt, schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare oder schaut euch auch einfach mal den Film Lords of Chaos an. Später erlangten dann noch Bands wie Dimmu Borgir oder Cradle of Filth einen gewissen Bekanntheitsgrad. Diese werden allerdings von der Black-Metal-Szene nicht wirklich als Black-Metal, ja, akzeptiert, da sie sich von den ursprünglichen Wurzeln abgewandt haben. Über ein bzw. zwei Genres haben wir noch gar nicht geredet, obwohl die sich heute größter Beliebtheit erfreuen. Und zwar ist das der Pagan-Metal oder Viking-Metal. Diese beiden Stile erwuchsen aus dem Black Metal und das erste Mal so wirklich salonfähig gemacht wurde das mit Bathory. Diese Band hat nämlich zum ersten Mal diesen Black Metal genommen und skandinavische Folklore dazu gepackt, um etwas völlig Neues zu schaffen. Aber auch da durfte man noch nicht allzu viel Folk in der Musik erwarten. Ja, es war Folk in der Musik und es war was folkig Neues, aber der Kern war immer noch Black Metal, also dieses Raue und nicht wirklich Filigrane. Wenn man jetzt aber das erste Folk Metal Album dieser Welt nennen müsste, dann wäre es sicherlich das von 1991 von Skyclad. Wayward Sons of Mother Earth. Ich kann mir den Namen nicht merken, deswegen zwei Takes. Aber auch hier war es noch so, dass das Filigrane, was wir heutzutage kennen, noch nicht wirklich gegeben war. Gleichzeitig Mitte der 90er, neben der Folk-Metal-Schiene, kam dann auch langsam dieser Mittelalter-Rock auf. Wenn man aus beiden Bereichen die bekanntesten Bands nennen müsste, dann wären das mit Sicherheit Kruachan, Finntroll, Subway to Sally, Illoviti und ja, sowas eben. Übrigens finde ich nebenbei gesagt den Trend auch sehr schön, dass man von diesem Extremen auch langsam mal wieder zurückgeht und dann eben solche Bands entstehen wie Fersengold. Und ja, die zähle ich hier mit zu. Und diesen Trend des nicht noch mehr extremer werden gab es auch schon beim New Wave of Swedish Death Metal mit solchen Bands wie Hypocrisy, die eben die Melodie des Heavy Metals in den Death Metal mit reinbrachten. Und das ging dann sogar noch weiter. Bands wie At the Gates etablierten die sogenannte Göteborger Schule.
aus denen später Bands wie Dark Tranquillity und In Flames entstanden. Erstmals gab es also eine Symbiose aus Death Metal und Heavy Metal, also die Härte des Death Metals umschlungen mit der Melodik des New Wave of British Heavy Metals. Und jetzt kommen wir eben zu diesen zwei Bands, die ich gerade ganz kurz angesprochen habe, In Flames und Dark Tranquillity. Diese beiden Bands waren die Zugpferde für die neu geformte Szene und waren auch eine Inspirationsquelle für viele darauffolgende Bands. Dort, wo sich Dark Tranquillity relativ treu blieben über die ganzen Jahre, so sah das bei In Flames in den letzten Jahren anders aus. Diese entwickelten sich immer weiter weg von ihren musikalischen Wurzeln. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Und jetzt mal so ein kleiner Random Fact. Klar ist, dass eine Band das Recht hat, sich zu verändern. Die ganzen Hörer, die Fans, bekommen ja nur das Musikalische mit. Die wissen also nicht, was hinter den verschlossenen Türen im Inneren dieser Band passiert. Da kann es eben auch sein, dass sich persönlich etwas komplett, ja, verändert. Vielleicht die Weltanschauung sogar. Und das eben nur in einem anderen Musikstil, ja, neu verpackt werden kann. Aber ich schweife ab. Lasst uns kurz zurückkommen zu In Flames. Die haben nämlich bis Ende 2018 mehr als 25 Millionen Alben verkauft. Und übrigens ist die Verbindung zwischen In Flames und Dark Tranquillity enger, als man, ja, vielleicht annehmen würde. Denn bis 1993 war der Sänger Anders Frieden, also der aktuelle In Flames-Sänger, der Sänger von Dark Tranquillity. Und nach dem Ausstieg von Anders Frieden wurde das Mikrofon, also jetzt nicht das, an Michael Stanne weitergegeben. Das war der ehemalige Gitarrist von Dark Tranquillity. Und dieser Michael Stanne war auch schon vorher Sänger bei einer Band und man wird es vielleicht kaum glauben können, aber er war eben Sänger bei der Band Hammerfall. Er war der erste Sänger und ich habe auch das ganze Internet nach irgendwelchen Aufnahmen durchforstet. Es gibt leider nichts. Und jetzt muss ich mal eben eine Lanze brechen für eine Melodic Death Metal Band, die es so gar nicht mehr gibt, die ich früher aber ständig gehört habe. Also falls ihr Last.fm kennt, die waren bei mir auf Platz 1. Und zwar ist das The Duskfall. Die haben sich sehr inspirieren lassen von In Flames und Dark Tranquillity. Sehr, sehr melodisch und sehr, sehr harter Gesang. Hört da auf jeden Fall mal rein, also in die alten Sachen. Wie ihr seht, gingen die 90er ganz schön ab. Es entwickelten sich ganz, ganz viele Musikrichtungen innerhalb dieses Genres im Underground. Und einen Stil, den wir noch gar nicht besprochen haben, das ist der Gothic Metal. Ja, und dieser Stil kombinierte natürlich wieder sehr viele verschiedene Musikrichtungen. Unter anderem das stark reduzierte Tempo vom Doom Metal. Den gab es nämlich auch mittlerweile. Oder eben die Neoklassik, den Death Metal und den Gothic Rock. Und vielleicht noch kurz zur Neoklassik. Das ist auch ein Musikstil, über den man wieder ein komplettes Video füllen könnte. Eigentlich wie bei jedem anderen Stil, den ich hier gerade besprochen habe oder noch besprechen werde. Ganz kurz gesagt, recht opernhafter Gesang und inspiriert durch die, ja, Komponisten aus der Romantik. Und auch bei diesem Musikstil gibt es wieder einen Vorreiter. Viele werden diese Band wahrscheinlich kennen, Paradise Lost. Und diese Band war es eben, die zum allerersten Mal die Gothic-Rock-Schiene aus den 1970ern mit in den Metal-Bereich gezogen hat und dadurch wieder was komplett Neues entwickelt hat. Von der Romantik zurück in die Moderne. 1993 wurde eine Band gegründet unter dem Namen Unearthed. Und Unearthed sagt vielleicht nicht jedem was, das sind die späteren Children of Bodom. Unter diesem Namen, Unearthed, wurde auch 1994 die erste Demo veröffentlicht. Doch dann merkte die Band irgendwie, irgendwie interessiert sich keiner für uns. Und so wurde 1997 dann das erste Album veröffentlicht unter dem Namen Children of Bodom. Und das Album hieß Something Wild. Und anfangs war auch gar nicht wirklich klar unter den Kritikern, welche Art von Musik macht denn Children of Bodom da eigentlich? Da wurde alles in den Raum geworfen. Speed Metal, Power Metal, Death Metal, ein bisschen Klassik. Der Band war es eigentlich egal, denn diese Band, die wuchs und wuchs. Und jetzt ging es Schlag auf Schlag. Wir sind immer noch in den 90ern und der Symphonic Metal. Ich habe schon vorhin gesagt, dass Therion die Vorreiter davon waren. Dass dieser Symphonic Metal immer bekannter wurde. Bands wie Nightwish und Rhythm Temptation haben diese orchestralen Elemente auf ein völlig neues Level gehoben und wurden dadurch auch immer bekannter, auch im Mainstream. Ihr seht also, in Europa entwickelten sich immer wieder neue Stile und die Musik hat sich komplett neu erfunden im Underground. Wie sah das denn in Amerika aus? In Amerika war es nämlich so, dass eine Art Stagnation stattfand. Die Musik entwickelte sich nicht weiter. Klar, Bands wie Manowar und Slayer waren immer noch sehr, sehr groß. Aber rein musikalisch gab es da schon sehr, sehr lange nichts Neues mehr. Und dann ganz plötzlich entwickelte sich doch irgendwie etwas in Amerika. Man wusste noch nichts genau wirklich damit anzufangen. Faith No More zum Beispiel haben den Grundstein gelegt für eine Musikrichtung, die für die folgenden Generationen prägend waren. Und das war der Nu Metal. Und natürlich, wie auch in jedem anderen Bereich, gab es auch hier verschiedene Vorreiter bzw. Pionierbands. Unter anderem Limp Bizkit, Linkin Park, Slipknot später
oder Korn. Und man kann von der Musikrichtung halten, was man möchte. Ich persönlich kann zum Beispiel gar nichts damit anfangen. Allerdings muss man dieser, ja, Musikrichtung eine Sache auf jeden Fall zugutehalten. Denn diese Musikrichtung war wieder dafür verantwortlich, dass solche Sachen wie Hip-Hop und R&B und Black Music wieder weitestgehend verdrängt wurden. Das heißt, Nu Metal war tatsächlich in der Lage, in den Charts mit dieser ganzen Musik mitzuhalten. Diese neue Musikrichtung hatte allerdings auch kaum Bezüge zum Metal, denn die musikalischen Wurzeln lagen eher im Hip-Hop-Bereich, also eigentlich dem kompletten Gegenteil vom Metal. Das war auch der Grund, weswegen viele Leute in dieser Metal-Szene diese neue Musikrichtung, den Nu Metal, eher argwöhnisch betrachteten. Und da sind wir auch schon in den 2000ern angekommen. So schnell wie diese Nu-Metal-Szene bekannt wurde, so schnell wurde sie auch wieder irrelevant. Im Grunde genommen damals wie beim Black Metal. Die Verkaufszahlen gingen zurück und man sprach von einem toten Genre. Während diese Szene allerdings langsam unterging, entwickelte sich eine neue, kontrovers diskutierte Szene. Und das war der Metalcore. Hier war der Heavy-Metal-Background tatsächlich wieder gegeben, denn man mischte den Hardcore mit Death-Metal und mit Thrash-Metal. Da war zum Beispiel die Vorreiterband die 1999 gegründete Band Killswitch Engage. Ach so, ja, und das Ganze nannte man dann auch total toll New Wave of American Heavy Metal. Puh, und damit sind wir tatsächlich am Ende des Videos angelangt. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel geredet. Na klar, es gibt für jeden Musikbereich noch ganz viele andere Bands. Ich habe jetzt nicht alle genannt. Ich könnte zum Beispiel noch Melodic Death Metal mit traditioneller japanischer Musik erwähnen, also Whispers zum Beispiel. Supergeile Band, hört da gerne mal rein. Das würde allerdings hier den Rahmen sprengen. Mich würde gerne mal interessieren, welche Musikrichtungen ihr gerne erfinden würdet. Also was es vielleicht noch nicht gibt in diesem ganzen Konstrukt aus tausenden verschiedenen Subgenres, die nochmal Subgenres entwickelt haben. Vielleicht gibt es da ja noch etwas, was es noch nicht gibt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Ich hoffe, ich konnte euch einen ungefähren Überblick über die Geschichte des Metals geben. Mir selber hat es sehr viel Spaß gemacht, das alles zu recherchieren, zusammenzuschreiben und vor allen Dingen auch dabei die Musik zu hören. Ihr könnt ja das Video einfach mal von vorne bis hinten durchlaufen lassen und vielleicht die einzelnen Vertreter der einzelnen Musikstile hören. Das gibt mir auch mehr Klicks. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Das Ganze hier gibt es auch als Podcast auf Spotify, Nerustus Rising, einfach mal eingeben. Und ein Abo da lassen, das kennen wir ja schon alle. Glocke kennen wir auch alle. Bleibt alle nett zueinander. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten oder hören sollten, wünsche ich euch einen guten Rutsch und frohe Weihnachten. Bis denne, ciao.